Die Polizisten auf dem Flug nach Vancouver haben anscheinend doch nicht das getan, was so von dem Innenministerium in Österreich suggeriert wurde. Die ITA hat eine sogenannte Superior Class. Was ist das? Und dann haben wir heute noch ein Ende eingeläutet, und zwar eigentlich schon letztes Jahr das Ende vom A320ceo. Aber ihr wisst ja wie immer an dieser Stelle erstmal Intro. Grüße aus der Lounge in Stockholm, aus der Starlines Gold Lounge auf der Business-Seite im Moment. Hier in Stockholm, Arlanda von der Scandinavian Airlines. Aber es gilt trotzdem wie immer der Abonnierbefehl, heißt also abonniert den Kanal, die Glocke an und ganz, ganz wichtig, liken und unten kommentieren. Ja, dann fangen wir auch schon mit dem ersten Thema an. Das erste Thema ist Air Berlin. Hätte ich fast gesagt, warum? Ganz einfach deshalb, weil Berlin auch so eine Never-Ending-Story ist. Es ist wie Air Berlin. Es war, das Ende kam dann relativ langsam, aber dann doch wieder schnell. Aber der Berliner Flughafen, der ist eine Never-Ending-Story. Ganz einfach deshalb, weil es gibt immer noch Stromschläge für die Mitarbeiter. Die haben irgendwelche komischen ESD-Schuhe bekommen. Das sind Electrostatic Discharge-Schuhe. Das heißt also, dass die keine Stromschläge mehr bekommen, weil sie geerdet sind. Dann gab es einen sogenannten Erdungsstift. Und es gab auch noch, ich muss das nachlesen, Sicherheitsmatten, ganz genau. Und die Bundespolizei hat also jetzt seit dem 1.1. angewiesen, das Personal, dass sie diese ESD-Schuhe zusätzlich zu diesem Stift und zu diesen Matten tragen müssen, weil, und ich zitiere, der Stromschlag war so stark, dass auch die Sicherung rausgeflogen, die komplette Passagierabfertigungslinie geschlossen werden musste. Ja, also insofern ist da in Berlin immer noch sehr, sehr vieles im Argen. Aber die Polizei hat das ja jetzt, die Bundespolizei hat das ja jetzt von den Mitarbeitern verlangt, dass sie sich dagegen schützen. Schauen wir einfach mal, ob das hilft, obwohl das Problem halt wirklich noch nicht gelöst ist. ITA. Ja, der Nachfolger der Alitalia, die haben die Superior Class. Was ist die Superior Class? Die Superior Class, es gibt drei Flugzeuge in der Langstrecke. Es gibt Economy, Premium, Economy und Business Class. Auf der Kurzstrecke gibt es dann nur noch diese Business Class und vor allem dann auch die Economy Class. Und ich glaube, dass die Superior Class nichts anderes ist als eine Business Class mit einem fancy Namen. Wir kennen das ja von den Italienern, dass sie immer schöne Namen haben. Aber die Produkte sind ja auch meistens schön. Also was passiert? Das ist ein alter Service von Alitalia, der Ende letzten Jahres schon eingeführt worden ist bei der ITA auf einigen Strecken. Aber er soll bis zum 10. Januar auf allen inneritalienischen Strecken stattfinden. Was bekomme ich für mein Geld? Das ist eine gute Frage. Zumal die Tickets, so Pi mal Daumen, 50% bzw. 100% teurer sein sollen. Economy Class kostet 50% von einem Ticket, also vom Economy Class 100% Aufschlag. Das sind zwei Gepäckstücke, a 23 Kilo. Man darf am Sky Priority Counter einchecken. Man bekommt besseres Essen, man bekommt einen besseren Dedicated Service, wie das so schön heißt. Fasttrack kann man benutzen an den Flughäfen in Rom, ich muss gerade nachlesen, auch hier wieder, Milan, Linate und Turin. Also insofern, das ist eine Möglichkeit. Es gibt einen freien Nebensitz. Das ist also im Prinzip wirklich nur eine Business Class, die halt einen hübschen Namen hat. Insofern, hey, keine Ahnung. Ihr könnt ja unten schreiben, was ihr davon haltet, weil im Prinzip ist das ja nichts anderes als die Lufthansa auch mit ihrem freien Nebensitz Tasting Heimat als Dedicated Service. Vielleicht haben die Italiener Lasagne, ich weiß es nicht, aber die Lounge ist ja wie immer hübsch. Des Weiteren ist die Fluggesellschaft immer noch etwas unorganisiert. Wer auf den Status-Match wartet oder wer ihn durchgeführt hat, da soll ja auch erst Februar, März irgendwas passieren. Da ist noch nichts gemacht worden. Eine Geschichte geht zu Ende, dann geht die nächste zu Ende. Und zwar, was sagt Lars wieder hier? Der A380 ist zu Ende gegangen. Im Emirates ist der letzte ausgeliefert worden. Jetzt ist schon am 16. Dezember der letzte A320ceo, also die Classic Engine Option, ausgeliefert worden in Mobile, Alabama, an Delta. Damit schließt sich ein Kreis. Warum? Weil die Delta der Geburtshelfer vom A320 war, weil Airbus den gebaut hat, weil Delta gesagt hat, ja, ich will ihn haben. Was hat man dann weiter gemacht? Man hat, wie gesagt, die 320er gebaut, hat den 318er gemacht, hat den 319er gemacht, hat den 320er logischerweise gemacht, den 21er
und den 321er macht. Der ist dann 1984 von Prinz Charles und Lady Diana eingeweiht worden. Ihr seht das ja am Bild neben mir. Es gibt irgendwie auch noch einige Bestellungen, aber mit der Bestellnummer 10.310 ist halt wirklich Schluss. Die Kennung der Maschine ist November 129 Delta November bei der Delta gewesen. Also warum? Ganz einfach die Bestellungen, die von Iran Air waren oder aber auch von Mexikaner. Ihr merkt es, das sind Fluggesellschaften, die es nicht mehr wirklich gibt. Mexikaner zum Beispiel, aber auch Hamburg Air gibt es nicht. Oder Hamburg International, wie sie richtig heißen. Mexikaner halt nicht und Iran Air dürfen die nicht mehr abnehmen, die 16 Stück. Warum? Ganz einfach, weil es diesen Boykott gab. Und man hat 2016 halt gesagt, ich will die bestellen. Ural Air hat auch noch einige offen, aber die Russen werden die natürlich auch nicht nehmen, weil die haben ja schon einige Neos in der Flotte. Warum sollen die den alten Zeus nehmen? Weil die Neos sind wesentlich effizienter und effektiver. Deshalb ist diese Preisersparnis, die man wahrscheinlich haben würde, gar nicht mal so hoch. Sind also nicht ganz so traurig, dass der nicht mehr gebaut wird. Also es sind 8.101 Exemplare gebaut worden aus diesen Serien. Natürlich muss man der Ehrlichkeit aber sagen, es geht natürlich weiter noch mit den Neos und vor allem auch mit diesen XLR und wie es alles ist, also Extended Range, was da passiert. Hier ja auch bei der SAS, die haben ja auch jetzt eine bekommen. Also insofern, da geht die Geschichte weiter. Der größte Betreiber, nur für euch nochmal als Zahl, das wäre American Airlines, komischerweise mit 399. Die Delta hat 240, aber in der Mitte hat sich reingeschoben auf den zweiten Platz zwischen die beiden Amerikaner, China Eastern Airlines, die haben 291 Stück. WestJet, eine Fluggesellschaft, die ich in Toronto kennenlernen konnte, die ich gesehen habe, wie sie auf Billy Bishop mit ihren Propellermaschinen gestartet sind in Toronto. Das ist eine Firma, die in Calgary sitzt. Jetzt für uns interessant, warum? Ganz einfach, weil Alexis von Hönsbruch, der ehemalige Auer CEO, also er ist es ja irgendwie immer noch, aber er ist ja nur freigestellt, der ist zu WestJet gegangen, aber WestJet hat ein Riesenproblem, genauso wie die Swiss das Problem hat. Erinnert euch, die Swiss hat viele Leute entlassen, aber man hat halt, obwohl man die Leute entlassen hat, bei der Planung nicht darauf aufgepasst, dass man die Leute braucht. Ja, ganz genau, die Leute sind aus der Branche raus und haben andere Jobs gefunden und jetzt haben sie keine Crews zum Beredern. Bei WestJet ist das so, nur weil die halt Zahlen geben, von Swiss haben wir keine Zahlen bekommen, fallen 15% der Flüge aus. Die haben 450 Flüge pro Tag, davon fallen halt 60 bis 70 im Regelfall aus und denen ist das Ganze richtig um die Ohren geknallt über Weihnachten, Neujahr, weil bis zu 180 Leute pro Tag krank sind, weil sie entweder eine Kontaktperson waren und damit natürlich nicht mehr fliegen können oder aber selber an Corona erkrankt sind. Das Schlimme ist halt wirklich, dass man das nicht so einfach hochfahren kann. Deshalb haben sie halt von sich aus gesagt, wir reduzieren den Flugplan, damit man halt wirklich sich drauf verlassen kann. Also insofern, da ist für Alexis von Hönsbruch direkt mal eine Aufgabe, das zu schaffen. Aber es ist für viele Fluggesellschaften ein Thema. Bei der Swiss ist es ein Thema. Vielleicht wird es bei der Lufthansa auch ein Thema sein. Wir werden es sehen, weil die Swiss bettelt ja auch bei Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern. Wollt ihr nicht bitte, bitte, bitte wiederkommen, auch wenn wir euch entlassen haben? Komische Sachen. Dann gibt es das Thema österreichisches Polizistenpaar im Urlaub nimmt oder hilft einer Crew bei der Lufthansa, einen verwirrten Passagier ja festzunehmen oder sicher zu sichern oder wie auch immer man das Ganze nennen möchte. Da haben die Freunde von Aerotelegraph recherchiert und die haben halt geschrieben, dass es sich da um einen kleineren Mann gehandelt hat, der am Fenster gesessen hat, der hatte so eine Handyattrappe mit Handy mit Tape drum, Bombenattrappe, muss ich sagen, hatte da mit der Crew diskutiert in der Form, dass er gesagt hat, er hätte eine Bombe, er würde sie in die Luft jagen. Die Crew fing an, halt da mit dem zu verhandeln. Da hat er halt ganz wirre Dinge verlangt. Er wollte, dass sie in England irgendwie wieder zurücklanden. Dann wollte er, dass sie nicht mehr untereinander Deutsch sprechen. Also solche Sachen. Aber die Lufthansa hat halt ganz normal das Protokoll gefahren, Cockpit informiert und so weiter und so fort. Und dann ist er halt festgenommen worden oder am Tisch und am Stuhl und am Bein und wie auch immer, also am Sitz fixiert worden. Dieses Fixieren und die Handgriffe, die der Kollege von der Polizei angewendet hat, so sagt man, sind dieselben, die die Crew auch kann. Wenn ihr mir gestern zugehört habt, dann wisst ihr ja, dass ich gesagt habe, aufpassen, die Crew ist auch geschult. Also insofern, nichts Genaues weiß man nicht.
Man hat ja auch Vancouver gesagt, aus Versehen am Anfang, auch von Österreich aus. Also insofern, da sind so viele, viele Fragezeichen. Nichtsdestotrotz haben sie halt geholfen. Ich finde das ganz toll, dass sie das getan haben. Insofern kam da etwas Licht ins Dunkel. Und der Herr, der das getan hat, war geistig verwirrt und musste sich da wahrscheinlich in psychologische Betreuung geben. Also insofern gar nicht so lustig, wenn man das sagen möchte. Das letzte Thema ist ein Thema aus der Welt der Meilenpunkte und des Status, und zwar Lufthansa Miles and More Meilen kriegt man natürlich auch mit Zeitungsabos. Da gibt es ein interessantes Abo von der Welt. Gibt es einmal eine monatliche Variante, die Welt Plus für 9,99 Euro, sind 1.350 Meilen. Prämienmeilen sind also so ein bisschen 700 Euro irgendwas an Meilen für 1.000. Dann Weltpremium Paket mit 19,99 sind 1.300 Meilen, die man bekommt. Das sind 15 Euro ein paar kaputte, die man bekommt pro 1.000 Meilen, die man zahlen muss. Also insofern von der Ratio halt relativ okay. Aber dann Weltjahresabo für 8,99 Euro monatlich plus 6.500 Meilen, die man bekommt. Das wären dann 16,60 und das Premium-Abo 14,99 plus 10.000 Meilen, die man bekommt. Also 17,99, die man dann halt pro 1.000 Meilen zahlt. Also wer das Abo haben möchte, ist ein Digital-Abo, deshalb halt dieses Welt-Abo Plus. Das ist digital, kriegt man übrigens als Horn-Circle kostenlos dazu, wenn ihr Horn-Circle seid. Denkt daran, dass ihr das Abo abschließen könnt, über die Hotline anrufen und Bescheid sagen. Also insofern, ich weiß nicht, inwieweit das für euch interessant ist, aber ich wollte es euch zumindest sagen, weil wer die Welt liest, Mario liest die Welt ja, er kriegt sie von seinem Arbeitgeber gestellt. Da könnt ihr dann eventuell auch noch ein paar Meilen jemanden abgreifen. An dieser Stelle wieder danke, dass ihr heute bei dem Frequent Traveler World Update dabei wart. Heißt also ganz einfach Take-Off, so ist das. Ich muss mich da auch noch dran gewöhnen. Wir versuchen wirklich täglich zu kommen beim Take-Off. Ist ein bisschen hart, ihr merkt das schon, dass ich hier abends noch in der Lounge rumhänge. Aber deshalb, weil wir uns so für euch einsetzen, setzt euch für uns ein, indem ihr mir einfach das Abo dalasst, die Glocke anmacht, Kommentar macht und vor allem ein Like. Also in dem Sinne danke ich euch und ich mache mich dann auch auf meinen letzten Flug für heute. Und ich freue mich, wenn ich von euch in den Kommentaren lese. Also bis dann bei Frequent Traveler TV Take Off.